Für die Fraktion Die Linke unsere Kollegin Frau Dr. Kerstin Tagmann. Bitte schön, Frau Kollegin Dr. Kerstin Tagmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Die Hochseefischerei hat wirklich große Bedeutung. Nur etwa 30% der in der EU verkauften Fische sind tatsächlich auch in EU-Gewässern gefischt. 70% werden importiert. Und die Hälfte dieser Importe stammt aus Fischgründen in Afrika, in der Karibik und im Pazifik. Deshalb hat die EU eine große Verantwortung für die globalen Fischbestände genauso wie für die Lebensbedingungen der Menschen dort vor Ort. Und ich denke, die Fangerlaubnis wird von Verträgen bestimmt, die zwischen der EU abgeschlossen werden und den Ländern, in denen die Fischgründe liegen. Und es gibt in diesen Verträgen einen Kernpunkt und einen Kerngedanken in den partnerschaftlichen Fischereiabkommen. Von der gesamten Fangmenge dürfen die EU-Schiffe nur die Menge Fische abfangen, die die betreffenden Staaten nicht verwenden können oder nicht verbrauchen. Das Problem aber ist, dass die Gesamtmenge und auch der Überschuss gar nicht wirklich verifizierbar sind, dass die Daten gar nicht vorliegen oder sie werden nicht berücksichtigt. Und die Folge ist dann logischerweise eine Überfischung. Und nach Schätzung der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, der FAO, gilt zum Beispiel für fast alle kommerziell genutzten Fischbestände in den Gewässern vor der westafrikanischen Küste diese Überfischung. Und die Verlierer dieser Überfischung sind zuallererst die regionale Fischverwerter oder Fischerei und die Bevölkerung vor Ort. Und sie bezahlen den Raubbau der reichen Länder mit noch mehr Armut. Und das wiederum hat für uns Folgen. Und deswegen finde ich es gut, dass im Antrag der Grünen auch Bezug darauf genommen wird, dass natürlich die Piraterie durchaus was mit sinkenden Fischerträgen für die lokale Fischerei zu tun hat. Und die Linke ist dafür lange gescholten worden und attackiert worden, wenn sie darauf verwiesen hat. Und natürlich haben wir nicht behauptet, dass Armut automatisch und zwangsläufig in die Piraterie führt, aber sie trägt natürlich dazu bei. Und sagen wir es doch mal deutlich, wenn die EU vor Afrika so viel Fisch fängt, dass die afrikanischen Fischerinnen und Fischer nicht mehr vom Fischfang leben können, dann haben wir etwas damit zu tun, dass sie in Armut leben, dann haben wir dafür eine Mitverantwortung. Und deswegen sind Militäreinsätze wie Atalanta zum Beispiel eben keine Lösung der Probleme, sondern sie verschärfen sie weiter. Also sollten wir doch das Geld nicht für Militäreinsätze einsetzen, sondern wir sollten das Geld nehmen, um die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern, und zwar wirklich spürbar. Und ein weiterer Beitrag wäre, wenn wir wenigstens die Fischereiabkommen fair gestalten. Aus der Sicht der Linken müssten dazu folgende Kriterien erfüllt werden. Zum Ersten, die EU-Fischerei dürfte wirklich nur die real existierenden Überschüsse abfischen. Zweitens, die Verarbeitung der Fänge muss auch zum Teil wenigstens vor Ort passieren, damit sie auch Einkommensmöglichkeiten schafft. Drittens, die Abkommen müssen den Auf- und den Ausbau der regionalen Fischerei und der küstennahen Fischereiwirtschaft unterstützen. Und viertens, die finanzielle Nutzung der Fangrechte muss den Küstenregionen zugutekommen und dürfen nicht in Staatskassen oder in den Taschen der Eliten versinken. Und die Abkommen müssen, das ist auch wichtig, menschenrechtlich und völkerrechtlich unbedenklich sein. Deswegen können aus unserer Sicht Fischereiabkommen mit Marokko zu Fanggründen in der westsaharischen Fanggründen nicht in Frage, weil die Westsahara widerrechtlich besetzt ist von Marokko. Und im Antrag von den Grünen finden sich auch weitere fischereipolitische Vorschläge, die uns wichtig sind. Die entwicklungspolitische Unterstützung von Staaten darf selbstverständlich nicht zur Vorbedingung, keine Bedingungen stellen hinsichtlich der Abschließung von Abkommen mit der EU. Die maritimen Wissenschaften müssen dringend unterstützt werden. Selbst die EU sagt, wir haben viel zu wenig Daten, um einschätzen zu können, wie viel Fisch überhaupt vorhanden ist. Und die Abkommen mit Dritten sehen wir auch sehr kritisch, weil es natürlich nicht sein kann, dass im gleichen Fischgrund sowohl die EU fischt als auch zum Beispiel koreanische Boote und dann die Fischmenge aber nicht berücksichtigt wird in den Verträgen. Und zuletzt, die EU-Fangfische, Flotte nutzt natürlich die Fischereiabkommen, die zum großen Teil steuerlich finanziert sind. Wir sind der Meinung, dass das zukünftig aufhören muss, dass sie daran beteiligt werden müssen, das zu finanzieren. Und ich denke, dass man dann auf dem richtigen Weg ist. Und wir werden selbstverständlich dem grünen Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Tagmann. Nächster Redner für die